Und los geht's. Yep, wir nehmen doch nicht den Affen. Stattdessen gehen wir zu Stinkchamäleon. Der stechende Chamäleon. Reploid. So, ich bin der Void Doctor und wir sind hier wieder in unserem Mini-Let's Play von Mega Man X Teil 2. So, im letzten Teil haben wir ein paar Upgrades geholt und drei Reploiden-Meister, oder wie immer die heißen, kaputt gemacht. Jetzt sind wir im Robotwald unterwegs. Und hier passen diese komischen Axtmeister auch besser hin. Jetzt auch diese kleine nette Variation der Hämchen-Typen mit wuscheligem Gras. Robotgras. Auf jeden Fall sowas in der Art. Und statt Drohne zu schießen, werfen sie stattdessen mit Robotwürmern. Dann haben wir hier noch diese Robotspringensfelder und ansonsten ein schönes normales Level. Und kleiner Blick nach unten. Neues Geheimnis, aber leider können wir noch nichts hin. Denn diesmal sind wir in einem puren, unveränderten Level. Später wird sich hier etwas verändern. Aber wir haben noch ein Geheimnis hier oben. Genau. Hier wartet etwas, das normalerweise unten uns ganz schön die Laune verderben würde. Dieser Knirsch nämlich. Und oh boy, der kann eine Menge verkraften. Dieser Mega-Roboter hier ist so massiv gepanzert, das glaubst du gar nicht. Dieser Kampf hier dauert tatsächlich sehr viel länger als der typische Reploiden-Endboss-Fight. Einfach weil dieses verdammte Ding so viel Treffer schluckt. Dabei ist der Kampf nicht mal besonders schwer, selbst mit nur ein oder zwei Herz-Upgrades, so wie ich jetzt hier habe. Man muss nur daran denken, immer schön hin und her zu dashen, weil der Knirsch nun mal zu groß ist, um leicht über ihn drüber zu kommen. Und solange man hin und her dasht und auf seinen Kopf schießt, ist alles in Ordnung. Manchmal benutzt er auch seine Klaue. Dann kann man auch mal direkt ein bisschen ballern. Und wenn er Schaden nimmt, so wie jetzt, fängt er an zu dampfen, weil irgendwas in seinem Innern durch die ganzen Plasmatreffer überhitzt. Sowas ist, naja, wenn man ein Idiot ist, so wie ich das jetzt demonstriert habe, funktioniert es natürlich nicht. Dann muss ich erstmal wieder weg. Und das ging schon mal besser. Ein paar neue Treffer. Aber wenn man nicht aufpasst, passiert das. Jetzt ist er schon mächtig am Dampfen und wir sind ziemlich nah dran, ihn endlich zu besiegen. Aber ich kassiere natürlich noch ein paar Treffer, damit es nicht so aussieht, als wäre der Kampf zu uneinseitig hier. Und springen und ballern. Genau, das ist es. Mega Man. Springen und schieß. Ah ja, Entschuldigung, hier ist der X. Das war knapp. Denn was dieser Roboter auch kann, wenn er versehentlich die Wand trifft, ist, sich zu der Wand hinziehen. Und dann ist es ziemlich schwer, an ihm vorbeizukommen. Aber wir haben es schon fast geschafft. Der Dampf nimmt ganz schön Überhand hier. Und jetzt wäre es natürlich auch toll, wenn ich häufiger an seinen unverwundbaren Klauen vorbeischieße und mal den Körper treffe. Genau so. Und dann massive Explosion. Unser unbekannter Reploidenfreund ist weg. Und was hat er bewacht? Ein Hologramm und eine Kapsel. Und jetzt kriegen wir eine Kampfrüstung. Weg mit unserer zivilen Rüstung und her mit der Combat Armor. Jetzt wird der Schaden, den wir durch Feinde kassiert kriegen, halbiert. Und das wird uns nicht nur gewaltig helfen in den Kämpfen gegen normale Gegner, sondern auch gegen Bosse. Und damit haben wir im Prinzip alle normalen Upgrades schon gefunden. Die Schussverbesserung, den Dash, den Helm und die Rüstung. Später wird es ein bisschen komplizierter in den anderen Teilen, 2, 3 und so weiter. Aber das ist es jetzt für noch. Und hier haben wir diese komischen Tarnroboter. Ja, normalerweise wären die ein bisschen schwerer zu entdecken, weil haufenweise andere Steine von oben runterkommen würden. Aber den Verursacher für diese Steinhagelregen haben wir ja ausgeschaltet und das war's damit. Jetzt müssen wir nur gemütlich vorwärts marschieren und einen Robot nach dem anderen erledigen. Eine schöne Explosion nach der anderen. Teile fliegen hin und her. Ja, das konnte das normale Nintendo nicht mehr. Aber das Super Nintendo kann das. Wichtig ist ja auch, noch einen Augenblick zu warten, damit die Unverwundbarkeit des Steinkörpers nachlässt. Und hier haben wir einen Robotspecht. Denn warum auch nicht?
Robert Specht und Robert Raupen. Ich frage mich, ob der Specht die Dinge produziert wie so eine Art Fabrik oder ob er die aus dem Robert Bäumen rausholt. Aber, naja, macht zumindest mehr Sinn als die komische Baustelle auf dem Flughafen. Hier haben wir noch ein Extra-Leben. Müsste jetzt schon über ein halbes Dutzend haben, da ich kein einziges Mal verreckt bin. Und da! Ein neuer Robot-Stampfer für unsere Reploiden. Ja, genau. Ich finde es ja witzig, dass selbst unsere Supermeister-Reploiden noch tatsächlich ganz gewöhnliche Steuerknüppel brauchen, um ihre Roboter zu steuern. Nein, man sollte eigentlich meinen, dass Interface-Systeme ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Aber hey, vielleicht haben die ganzen Robotkriege in den normalen Mega Man-Zeiten das Wissen um solche Interface-Systeme verloren gehen lassen. Seltsameres ist schon passiert. Ja, das da oben ist auch ganz nett. Kommt natürlich nur ohne den Roboter dran. So. Und damit ist mein erster Tank voll. Und sollte ich jetzt mal Probleme kriegen, kann ich die Energie wieder zurückholen aus dem Tank. Ah, genau. Und wie man sieht, muss man hier aufpassen, dass man nicht im Schlamm versinkt. Und wir haben den Sumpf hinter uns und sind auf festerem Boden. Im Hintergrund die schönen, die düsteren Leuchten vom Robotwald oder Dschungelwald. Und noch ein paar Gegner zu zermalmen. Und dann sind wir auch schon an der Bosstür. Nein, da oben ist nix. Da habe ich mich geirrt. Jetzt muss ich den Roboter noch wegbewegen, damit ich ihn versehentlich nicht ständig reinmarschiere. Und das war's auch schon. Und weiter geht's. Und jetzt beginnt unser Kampf gegen den Stink-Chamäleon hier, der sich unsichtbar machen kann. Ja, das ist eine unangenehme Überraschung. So, und er wirft diesen Dreiphasen-Dingster-Energiestrahl auf uns. Und wir dürfen nicht oben an die Decke kommen, weil das ist eBay. Und mit Stink-Chamäleon haben wir auch den ersten Mega-Reploiden, der keine Schwachstelle hat gegen unsere Waffen und gegen den wir auch keine Spezialwaffe einsetzen können. Also müssen wir es oldschool machen. Immer nur ein oder zwei Treffer auf einmal. Und das Witzigste von allem ist, da trifft er mich. Nur die volle Super-Mega-Pink-Ladung kann tatsächlich mehr als einen Strich wegmachen von Stink-Chamäleons Energie. Alles andere ist nur ein Einzelner. In anderen Worten, selbst voll aufgeladen müssten wir ihn über 32 Mal, genau 32 Mal treffen. Oder 16 Mal mit dem lila Dings da. Was nicht ganz so einfach ist. Da zum Beispiel wäre ich beinahe verreckt, denn wie in Mega Man Spielen auch der alten Klasse üblich, berührt man die lustigen kleinen Drahtdinger da oben, ist man sofort tot. So, ein bisschen wild hin und her springen. Und daran denken zu schießen sofort, wenn er auftaucht. Ideal kann man natürlich auch auf ihn schießen, wenn er irgendwo hängt. Nur darf man sich nicht zu viel Zeit machen, sonst ist er wieder unverwundbar. Und natürlich darf man in der Hektik nicht zu hoch springen, sonst wird man wieder mal mit diesen Einschuss, ein Treffer, ein Tod Dingern bekannt machen. Ja, gut, dass seine Waffen nicht viel Schaden anrichten. Es gibt Endbosse, die können einen schon mit einem Blick töten. Aber andererseits, ich habe ja auch diese tolle neue Kampfrüstung hier. Vielleicht hilft das auch. Da fällt mir ein, ich habe den Knecht tatsächlich nie ohne diese Rüstung besucht. Kann sein, dass er eine tödliche Gefahr ist, wenn man nicht den Schaden halbiert. Und das ist ein anderer Angriff, den man kann. Da kommen die Stacheln dann von oben runter. Komischerweise, die Stacheln allein können einem plötzlich nicht mehr wehtun. Naja, ein bisschen noch, aber sie bringen einen nicht mehr sofort um, meine ich damit. Und jetzt noch ein Schuss, noch ein Treffer und dann haben wir ihn endlich erledigt. Und das war's. Und da explodiert der Feind. Und X guckt cool und lässt sich weg, lässt die Explosion hinter sich verpuffen. Ist wahrscheinlich auch besser für seine Roboteraugen. Und das war's. Reploid Maverick Nummer 4. Genau. Die heißen ja Mavericks. Was in diesem Fall etwas Schlechtes ist. Mavericks sind die Bösewichte. Hm.
und wir kriegen den Chameleon Sting. Auch wenn das ein bisschen komisch aussieht, dieses radioaktive Dreifachleuchten, die Waffe ist doch schon nützlich. Am nützlichsten ist natürlich das, was man machen kann, wenn man sie auflädt. Was macht man, nachdem man einen Robotmeister, sage ich das schon wieder, die Klassiker hat zu lange gespielt, einen Maverick erledigt hat? Yep, diesmal kümmern wir uns um Spark Mandrill, diesen großen bösen Affen. Und für den haben wir auch endlich eine Waffe, mit der wir ihm wehtun können. Und alles ist kaputt. Das ist tatsächlich mit Storm Eagle verknüpft. Denn wenn wir den Flugplatz besuchen, bevor wir herkommen, dann sorgt das abstürzende Raumschiff Stürme und das Ende von Sturmadler persönlich dazu, dass das hier passiert. Dann geht hier im Elektro-Heizkraftwerk oder was das immer das ist, alles kaputt. Und dann hat man auch diesen anderen lästigen Kram hier, dann wird es mal hell und dunkel und richtig lästig. Wir sehen diesen Energietank hier und müssen ihn da lassen, weil wir keine Möglichkeit haben, dran zu kommen. Dann müssen wir später wieder zurück. Aber das macht nichts, es gibt noch eine Menge anderes zu finden. Wir sind jetzt erstmal hier nur, weil wir eine Waffe wollen. Testen wir hier nochmal schön ein paar Waffen. Und dann, das ist das Geheimnis von Sting Chameleons Knarre. Aufgeladen kann man sich unverwundbar machen. Unsichtbar. Und unfühlbar. Naja, eher unfühlbar als unsichtbar. Dieses schrille radioaktive Leuchten ist schließlich nicht gerade unsichtbar. Und hier sehen wir wieder eine normale Waffe hier rum. Lustiger Fakt ist, diese kleinen Leuchtdinger, die manchmal auftauchen und ups, einen, wenn man nicht aufpasst, in den Abgrund schießen, sind tatsächlich zerstörbar. Nachteil, wenn man sie zerstört, bleibt es dunkel. Es wird, wie ihr sehen könnt, immer nur dann hell, wenn diese Knilche vorbeikommen. Außer man hat es geschafft und ist wieder in dem Bereich des Elektrizitätswerks, der funktioniert. Jetzt zerstöre ich noch ein paar. Hier versuche ich noch nachzugucken, aber nein. Das war an einer anderen Stelle. Und jetzt Zwischenbosszeit. Das kennen wir ja aus dem Prolog, siehe Teil 1. Und das Beste ist, normalerweise kämen hier statt einer Dampfwolke ein tödlicher Energiestrahl raus, Marke Elektrizität. Aber weil Sturmadler vernichtet wurde, ist aus dem Aus damit. Wir können uns trotzdem noch festleimen und wir können ihn ja auch trotzdem noch mit unserem Vertikalsturm treffen. Und glücklicherweise hat das Ding auch noch eine riesen Schwachstelle dagegen. Und schon ist der Boss besiegt. Und was ein qualvoll langer Kampf gewesen wäre, ist jetzt nur noch eine leichte Sommerbrise dank Sturmadlers Storm Tornado. Und diese kleinen Dinger sind ganz witzig, wenn man sie beschädigt, geraten sie außer Kontrolle und können sich nicht mehr von der Stelle bewegen. Eiern hin und her, bis man sie erlöst. Diese Dreifachkanonen sind eine reine Plage. Sie können horizontal schießen und diagonal. Was bedeutet, egal wo man sich befindet, man gerät ins Schussfeld, wenn man nicht aufpasst. Hat man mehrere von den Dingern, wird das Ganze schon ein bisschen wie ein altes Shoot'em'up, R-Type oder so. Ballert hell. A la Schießspring. Gott sei Dank kann man die Dinger möglicherweise ziemlich schnell erledigen. Und ja, putzig. Diese kleinen Robot-Einräder oder Auto-Einräder gefallen mir eigentlich besser als diese blöden Räder, die man sonst manchmal findet. Und etwas härter im Leben sind die. Und hier haben wir eine Schildkröte. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt mit Elektrizität zu tun hat, aber okay. Tja, hier haben wir wieder so etwas, wo wir nicht drankommen. Müssen wir halt später zurückkommen. Hier versuche ich Eisschlitten. Leider erinnere ich mich hier falsch. Der Eisschlitten hätte vielleicht auf diesem auf dem Lavafeld funktioniert. Unter dem Preis natürlich, dass wir, nachdem wir den Herzcontainer aufgenommen hätten, wären wir gestorben. Aber egal, den Herzcontainer hätten wir so oder so behalten. Dank dem Passwortsystem natürlich.
für immer. Egal wie oft wir sterben und Game Over gehen. Da sind Megaman-Spiele immer nett. Das war auch in der klassischen Reihe so. Wenn man Container aufgesammelt hat, Energiecontainer. Das war daher das einzige Upgrade außer den Waffen. Dann durfte man die behalten. Und die Waffen, die man hatte, wurden einem natürlich auch nicht weggenommen, falls man alle Leben verloren hat. Sowas war praktisch. Und gut zu wissen. So, hier gebe ich auf. Und kümmere ich mich wieder um Schildkröten. Haben in Japan Schildkröten irgendwas mit Elektrizitätswerken zu tun? Oder war das nur ein Fall von, wir brauchen hier noch ein paar fette Gegner? Schildkröten. Naja, wer weiß. Jetzt kommen wir wieder in so ein Dunkelfeld und müssen aufpassen, dass wir uns nicht versehentlich in einen Abgrund verbuxieren. Aber solange man nicht blind vorwärts läuft, ist alles okay. Obwohl, ich schummle hier, weil ich das Spiel als Kind so oft gehabt habe und gespielt habe, bis zum geht nicht mehr, kann ich das hier alles aus dem Gedächtnis machen. Ich weiß genau, wo die Abgründe sind und kann einfach durchmarschieren ohne Probleme und ohne zu warten, ob es hell wird oder nicht. Das ist der reinste Betrug. Gedächtnis siegt über das Spiel. Und jetzt, diese Dunkelheit wäre auch im Normalfall da übrigens, damit wir die Beleuchtung sehen an unserem Weihnachtsmann-Drill. Und Action. So, das macht er gerne, über einem runterfallen. Aber diese Waffe schwächt ihn nicht nur, sie friert ihn ein. Das können wir jetzt so oft wiederholen, wie wir wollen. Ein Treffer und noch ein Treffer. Und wenn ich richtig gemein bin, schieße ich in die andere Richtung und friere ihn mit den Splittern ein, an der Wand wegfliegen. Ja, einen Ehrentreffer kriegt er doch rein. Dann erledige ich ihn. Lässig. X guckt wieder mal cool gegen die Wand, während hinter ihm Sparkman Drill explodiert. Damit haben wir jetzt auch Reploiden Mega Maverick Nummer 5 erledigt. Genau. 3 im ersten Video, das ist jetzt im zweiten Video. 5, ja. Ich kann bis 15, genau. So, und wir kriegen jetzt den Electric Spark. Das bedeutet, wir sind gelb und schießen lila Energiebälle. Na gut, vielleicht orange. Egal. Der nächste Boss, den wir uns vornehmen, ist der, den ich am meisten verabscheue. Aber um weiterzukommen, müssen wir uns den Knilch nochmal vornehmen. Also Maverick, wer bist du? Armored, Armadillo. Ja, ja, ein gepanzertes Armadillo-Dings. Ein Gürteltier. Und oh mein Gott. Ohne Sparkmantel Zweifel wäre das so höllisch. Ich hab's schon mal geschafft, aber ist es kein Spaß für mich. So, hier machen wir jetzt erstmal Chaos überall und wir haben sogar eben kurz gesehen, die alte Version aus den alten Mega Man-Fällen. So gleich so geschickt versteckt unter all den anderen Robot-Fledermäusen. Aber ansonsten sind wir jetzt hier erstmal unterwegs in einer Mine. Abschürfen mit gewaltigen Minenanlagen im Hintergrund und ein paar besonderen Überraschungen an manchen Stellen. Na genau, ein gigantischer Stachelbulldozer wartet da und er rollt natürlich gleich los. Und hier versauere ich das bald. Denn... Ah, erstmal neuer Energietank. Jetzt haben wir fast alle. Der wichtige Punkt hier ist nämlich, man kann die Dinger tatsächlich zerstören, wenn man hinter sie schafft, hinter sie zu kommen. So. Problem ist natürlich, dass ich hier total versagt habe, weil diese beiden Kristalle da oben hätte ich gut gebrauchen können für meinen Energietank. Aber ich war mal wieder ein Idiot und hab's nicht geschafft. Na egal. Dieses Sofort-Tot-Stachelfeld wirkt Gott sei Dank auf den Bulldozer genauso, wie es auf mich gewirkt hätte. Und weiter geht's in der Mine. Ein paar Mini-Gegner warten. Und diese harmlos aussehenden Fledermäuse können jetzt zur Plage werden. Sie sind super, wenn man seine leeren Energiecontainer aufladen will, weil sie ständig wieder auftauchen. Trick dabei ist, der Bildschirm ist gerade groß genug, also die Fläche, wo man rumhampelt, ist gerade groß genug, dass die Viecher respawnen, sobald man produktiv genug runterkommt. Also gibt es viele Stellen, wo man durch einen simplen Sprung die eben vernichteten Viecher wieder herbeibeschwört. Das ist wie gesagt gut, wenn man seine Energietanks füllen kann, weil kann einfach hochspringen, neue Viecher kommen, schießen, hochspringen, schießen, hochspringen, ad infinitum für immer.
Das ist weniger toll, wenn man einfach nur weiter will. Und hier entscheide ich mich für den manuellen Weg. Einfach nur so. Wahrscheinlich habe ich angenommen, dass der zweite Bulldozer hier ist, weil, Überraschung, diese Minibosse kommen meistens zu zweit. Es gibt meistens zwei Formen von Minibossen. Ein super Miniboss, der wie ein Endboss bekämpft werden muss und einmal kommt, und die kleineren Minibosse wie diese Bulldozer, die zweimal kommen. Eine andere Version werden wir noch später sehen. Aber jetzt erstmal weiter hier. Gleich drei auf einen Schlag und schon wieder ein extra Leben. Mann, oh Meterle. Okay, aber jetzt sind wir an einem richtigen Ort. Genau, hier kommt der zweite. Und wir holen uns wieder mal den Storm Tornado. Und ja, das funktioniert mit dem Ding leider nicht so gut. Weil er ja sich in Bewegung setzt, sobald man den Boden berührt. Aber ein Tornado nach dem anderen. Und gerade geschafft, bevor der Herzcontainer hier unzugänglich gemacht werden würde. Und geschafft. Bisschen Energie wieder. Und weiter geht's. Der Witz ist, mir fällt gerade ein, die Flammenwaffe müsste eigentlich viel besser funktionieren mit den Viechern. Tja, ein bisschen spät. Eine weitere Phase hier. Das ist ein gutes Zeichen. Ab hier geht's nicht mehr manuell. Ab hier muss man auf dem Minendings da bleiben. Man darf noch ein paar von diesen fliegenden Viechern abschießen. Und hier ist eigentlich auch etwas versteckt. Eine geheime Waffe aus Street Fighter. Aber um die zu kriegen, müsste ich hier mehrmals verrecken und immer wieder dahin klettern, bis die Kapsel auftaucht. Und das ist idiotisch, vor allem, weil die Waffe das Spiel zu einfach macht. Selbst Endbosse sterben nach einem Treffer. Na, lassen wir es lieber mit unseren normalen Upgrades. Die machen uns schon unverwundbar genug, wie ihr gleich sehen wird. Und jetzt müssen wir erstmal warten, weil so ist der unverwundbar. Mal schön ausweichen. Und genau, jetzt wird er elektrifiziert und seine Superpanzerung ist weg. Jetzt können wir ihn viel leichter treffen. Kann zwar immer noch seine Unverwundbarkeitsrollen machen, aber zumindest kann er unsere Schüsse nicht mehr blocken. Also machen könnte, tatsächlich machen könnte, hätten wir diese Spezialwaffe nicht. Und was ihr eben auch gesehen habt, wenn man diese Waffe auflädt, bekommt man elektrifizierte Wände, die sich durch die Gegend bewegen, anstatt kleiner Kugelblitze. Und da sieht man es, wir haben ihn erwischt, er ist explodiert. Eigentlich witzig, wie unterschiedlich das ist. Mit der normalen Waffe, mit jeder anderen Waffe, wäre dieser Kampf die reinste Hölle, dank seiner Fähigkeit, die Schüsse zu absorbieren und zurückzuschicken. Aber mit der Spezialwaffe wird das Ganze so einfach, das ist unglaublich. Ich meine, im alten Mega Man haben die Spezialwaffen wenigstens die Robotmeister nicht total impotent gemacht. Und wir kriegen ein rollendes Energieschild. Mal sehen, ob wir das benutzen können. Klingt nicht so nützlich. Und wen haben wir jetzt noch übrig? Na, wen haben wir noch übrig? Den Käferkelch oder den... Es ist Calamari-Zeit. Jetzt gehen wir mal an die See. Lounge Octopus. Das ist ein Octopus, der startet. Und was er startet, werden wir gleich kennenlernen. Oh ja, das werden wir kennenlernen. Aber erstmal, wir beamen, wir transportieren und landen mitten im Wasser. Und diese kleinen Viecher sind hier. Und Schildkröten, und diesmal passen sie sogar thematisch. Oh, die Wasserläufer werden erwischt. Das ist übrigens ein netter Effekt, dass sie auf dem Wasser schwimmen können. Und wir merken, es wird langsam tiefer, das Wasser. Hier ist es schlauer zu warten. Was ich natürlich nicht mache, aber ich habe Glück. Jetzt sind auch die Fossilien im Untergrund und es geht in die Tiefsee. Und hier kommt ein weiterer Gegner, Robot-Seepferdchen. Und die zu bekämpfen ist sinnlos, denn egal wie oft man sie abschießt, es kommen ständig neue nach. Und sie schaffen es auch immer genau in dem Moment aufzutauchen, in dem ich springe. Hier wäre ich bereits gestorben, wäre ich nicht getroffen worden, hätte meine Unverwundbarkeit gekriegt. Aber egal, weiter geht's und... Der erste Miniboss in diesem Level. Ein böses Robot Maverick U-Boot. Aber hier können wir wenigstens, naja, wenn wir nicht gerade angesaugt werden, Storm Tornado einsetzen und sogar Teile abreißen. Das ist praktisch. Abreißen passiert mehrmals in diesem Spiel.
hätten wir die Waffe vom letzten Boss, den wir uns vorknöpfen würden, hätten wir sogar bei Flammenmammut das Rüsseltierchen, den Rüssel abmontieren können. Aber wir hatten es nicht und es ist weniger lustig, als es klingt, also lassen wir das. Hier haben wir Saugfische, die uns fressen können und dann müssen wir uns von aus dem Inneren freischießen, aber ich schaffe es stattdessen, ihnen in die Fresse zu laufen und komme an ihnen vorbei. Dank Unverwundbarkeit. Hier benutze ich Unverwundbarkeit, um mir einen Vorteil zu verschaffen, aber natürlich, sobald die Unverwundbarkeit nachlässt, werde ich wild hin und her geboostet und gesaugt. Und diesmal gibt es hier auch super tot Stacheln und oh, da hat die Hit-Kollege die Trefferabfrage zu meinem Glück recht milde reagiert. Und da haben wir ihn auch getoastet. Hier gibt es noch. Hier sehen wir im Hintergrund irgendwelche Lava-Digsters. Anscheinend sind hier geothermale Kraftwerke im Hintergrund tätig. Und wir haben diese Strudelfelder und diese Ölbohrtürme, Magma-Bohrtürme zu besuchen. Und ja, die Dinger sind wichtig, um Geheimnisse zu finden in diesem Level. Hier müssen wir sogar super aufpassen, dass wir uns nicht versehentlich in den Stachelabgrund befördern. Und was ist das? Da ist irgendwas. Und das schmeißt Bomben. Na, dann gehen wir das Tier, das was immer das ist, da oben nochmal besuchen und wir haben einen, ja, das war natürlich weniger schlau. Zweiter Versuch. Wir haben einen Walfischroboter und Minenleger, der auch noch kleine Greiferroboter produziert. Aber egal. Dank unserer Storm-Tornado-Waffe voll aufgeladen, heißt es hier ein Schuss, ein Treffer und wir haben einen Weg freigelegt in den Untergrund. Und was haben wir hier? Na, erstmal zeige ich euch das hier, ein Energieschild, das leider gegen größere böse Gegner nicht funktioniert. Aber was machen wir jetzt mit dieser riesen Robot-Seeschlange? Wir benutzen mal wieder Storm Tornado. Und ein Treffer und zerstört. Storm Tornado ist gegen viele dieser Zwischenbosse quasi das Gegengift. Es ist, als wären die Endbosse hier. Yep, noch einer. Jetzt haben wir fast unsere Waffenenergie eingeholt. Also es ist, als wären die Endbosse Insekten und Storm Tornado ist das Gegengift. An dieser Stelle fiel mir ein ziemlich witziger Witz ein, aber der war total geschmacklos. Also lasse ich das. Ha, Sturmtornado. Sturmadler. Ah, hier ist alles kaputt. Woran könnte das liegen? Was ist aus der leckeren Lava passiert? War es vielleicht ein weiterer Endboss? Na, was gräbt sich denn hier so durch den Boden wieder? Ah, noch einer. Genau. Das wäre der Super-Endboss hier, von dem es nur eine Version gibt. Merke, die zweite Schlange, die wir gerade fertig gemacht haben, war eine versteckte Schlange, die man normalerweise nicht sieht, wenn man nicht weiß, dass dieses Versteck da ist. Und hier bekämpfen wir mal zur Abwechslung diesen Zwischenboss auf die normale Weise mit der normalen Waffe. Einfach nur Kopf aus dem Gehweg gehen, wenn es sich hochbohrt und schießen. Der Kopf und die Schwanzspitze sind verwundbar und der Körper ist zwar unverwundbar, aber man kann auf ihm drauf springen und herumlaufen. So etwa. Immer schön treffen und schießen. Immer schön schießen und springen. Dann ist auch die böse Seeschlange bald erledigt. Auch eine nette Abwechslung. Und vor allem haben wir schön viel Bewegungsfreiheit hier unter Wasser. Nicht so wie in Sparkman World Stage, wo wir hier diesen Elektro-Gummiballen oder was das sein sollte, bekämpfen mussten in einem kleinen Raum, wo wir kaum genug Platz hatten, um hin und her zu laufen. Nein, hier können wir kilometerweit in beide Richtungen laufen und springen und sogar auf der Schlange selbst herummarschieren. Und die Robotseeschlange hat auch keine Tricks drauf. Sie schwimmt nur herum und versucht einen zu kriegen. Keine Superstrahler, die man ausschalten kann und vielleicht oder auch vielleicht nicht. Einfach nur, hier ist der Gegner, besiegen, schießen und springen. Hier sind wir wieder ein paar Viecher, die ich Gott sei Dank alle erledige. Oh, und hier sehen wir auch, wie es aussieht, wenn X gefressen wird. Das war's auch. Ne, da oben ist kein Versteck, also rein hier. Mal durch die obligatorische Doppeltür. Und dann sind wir bei Launch Octopus.
XCOM hier. Du wirst fertig gemacht. Und dann fängt er an, wild Raketen auf uns zu schießen. Tja, das ist Launch Octopus. Er hat zwei Typen von Raketen. Normale und diese Fische, die direkt Kurs auf uns nehmen. Und die beste Version mit Flaunch Octopus fertig zu werden ist, diese rollenden Schilde auf ihn zu werfen, bis uns die Energie ausgeht, weil wir vergessen haben, dass es Unverwundbarkeitsphasen gibt. Ups, naja gut, aber er ist fast tot und wir haben ja noch unseren normalen X, passt auch. Dieser Strudel ist ein wichtiger Punkt zu merken. Launch Octopus kann diesem Strudel X einfangen und ihm seine Energie absaugen. Und er nimmt immer genauso viel Energie, wie er verloren hat. Das heißt, hätte uns Launch Octopus da eben erwischt, statt wie jetzt zu verrecken, hätte er uns getötet und wir hätten nochmal machen können. Tja, aber nein, Launch Octopus hat es nicht geschafft. Weil wir eben ausgewichen sind, wie die Pros, die wir sind. Und das war's für ihn. Jetzt werden wir ihn niemals wiedersehen. Was kriegen wir als Belohnung? Den Homing Torpedo. Jetzt kriegen wir dieselben Raketen, die er auch hat. Nur unsere sind immer zielsuchend. Ha, was ist denn das? Hat X die Waffen verbessert oder was? Und das war's. Jetzt fehlt nur noch ein Boss. Aber bevor wir zu dem marschieren, rennen wir mal wieder zurück. Denn, oh boy, Wasser ist jetzt hier überall. New Glitch, Glitch, genau. Jetzt, wo wir Launch Octopus ausgeschaltet haben, in seinem alles möglich auseinandergeschossen haben, in seinem Wasserparadies, ist wieder mal alles außer Kontrolle geraten. Und auch die Ökologie hier ist nasser geworden. Alles steht jetzt unter Wasser. Und das bedeutet jetzt auch, wenn wir darüber nachdenken, dass diese leere Höhle, die wir eben gesehen haben, als wir das erste Mal hier waren, ja, die ist jetzt mit Wasser gefüllt. Wie ihr das aus Mega Man-Spielen kennt, hoffe ich, unter Wasser kann man gewaltig springen. Weil Metall ist leichter unter Wasser. Wusstet ihr das nicht? Und jetzt haben wir genauso viel Energie, wie wir Waffenenergie haben. Und hier seht ihr auch schön die Robotfische, die man losschießen kann und die auch zielsuchend sind. So, und jetzt Escape Unit und raus hier. Raus hier. Es fehlt nur noch Nummer 8. Haha.